Hallo und herzlich willkommen bei technophil.de. Ich habe heute ein weiteres Unboxing für euch und ich möchte mal was Neues ausprobieren, nämlich ein Doppel-Unboxing. Ich habe heute, jetzt in den letzten Tagen, zwei neue Geräte von Huawei erhalten. Beides Dual-SIM-Geräte mit sehr, sehr ähnlichen technischen Daten. Da habe ich mir gedacht, das kann man vielleicht in ein Video zusammenpacken. Mal schauen, vielleicht gibt es auch einen gemeinsamen Testbericht. Das werde ich dann entscheiden, wenn ich sehe, wie sie im Alltagsgebrauch tatsächlich sich unterscheiden oder dann vielleicht doch ähnlich sind. Die Rede ist zum einen vom Huawei Ascend G610, einem 5 Zoll Dual-SIM-Smartphone mit relativ einfacher Ausstattung und dann dem etwas größeren Bruder hier leider in einer neutralen Verpackung. Die wird wahrscheinlich im Verkauf auch ähnlich wie hier aussehen. Das G730, wie schon erwähnt, fast identische technische Daten. Sie unterscheiden sich nur in der Größe. Das 730er ist 5,5 Zoll groß. Natürlich ist damit auch die Gehäusegröße und das Gewicht ein bisschen anders. Und der Akku wurde auch ein klein wenig vergrößert. Und zweiter Punkt, wo es noch einen Unterschied gibt, der Prozessor. Beim G730 sind nämlich 1,3 GHz Taktfrequenz bei der Quad-Core-CPU angegeben. Mehr Informationen findet man bei Huawei nicht, aber wenn man ein bisschen weiter forscht und bohrt, findet man raus, dass in beiden MediaTek Quad-Cores drin stecken. Allerdings in dem 730er, in dem großen Gerät, der MT6582, das etwas aktuellere Modell, der dann auch typischerweise mit 1,3 GHz betrieben wird. Und im 610er, das etwas ältere Modell, quasi aus dem Vorjahr, der MT6589, typischerweise mit 1,2 GHz betrieben. Und noch etwas weniger, der Unterschied in der Performance ist eigentlich ein Stückchen größer noch als dieser kleine, diese 100 MHz in der Taktfrequenz vermuten lassen, weil einfach der 82er noch ein bisschen besser optimiert ist und wohl auch vom Batterieverbrauch angeblich besser sein soll. Das können wir in diesen beiden ansonsten wirklich sehr ähnlichen Geräten ja dann mal im Testbericht ganz konkret vergleichen. Display hatte ich schon erwähnt, einmal 5 Zoll, einmal 5,5 Zoll, also hier ein richtig großes Phablet, das hier mittlerweile schon eher Standardgröße bei den Smartphones heutzutage. Beide lösen mit 540 x 960 Pixeln auf, das ist für beide Displaygrößen nicht gerade viel, bei einem 5,5 Zoller natürlich schon ziemlich wenig. Aber dafür sind sie halt auch recht dementsprechend preiswert. Das G610 gibt es so ab 160 Euro in etwa. Für die große Variante sozusagen, das 730er, muss man dann nur 15 bis 20 Euro mehr ausgeben. Und dann kriegt man das auch schon in diversen Shops. Links zu Shops und mehr Preise und die ganzen technischen Daten findet ihr wie immer in dem Link, der unterhalb des Videos steht. Da gibt es dann alle Zusatzinformationen. Aber technische Daten haben wir noch ein paar, die sicherlich interessant zu wissen sind. Beide Geräte sind mit einem Gigabyte RAM ausgestattet. Das ist soweit okay für die Preisklasse. Und 4 GB Speicher, das ist ziemlich knapp, ist auch bei den sehr preiswerten Geräten, zu denen man die erzählen muss, durchaus üblich, aber schon sehr knapp. Da bleiben dann meistens nur etwas mehr als 2 GB von übrig für Apps und Daten, wenn wir uns gleich anschauen. Aber immerhin haben beide die Möglichkeit, das per MicroSD-Karte um bis zu 32 GB zu erweitern. Meistens passen ja auch die größeren MicroSD-Karten, wenn man sie entsprechend formatiert drauf. Von daher hat man Möglichkeit, viele Daten abzuspeichern und Apps kann man größtenteils auch auf die SD-Karte verschieben. Von daher sind die 4 GB, sagen wir mal, hinnehmbar, würde ich mal sagen. Es ist nicht gerade toll, nicht gerade Luxus, aber kann man mit leben und bei dem Preis, denke ich mal, sollte das okay gehen. Ansonsten haben wir noch zwei relativ einfache Kameras eingebaut. Die Frontkamera, mit der man also Selfies und Videochats machen kann, hat nur VGA-Auflösung, also 640x480 Punkte oder 0,3 Megapixel, wenn man es so ausrechnen will. Das ist wirklich minimalistisch. Generation Selfie wird damit nicht happy sein. Und die Hauptkamera, also auf der Rückseite, dann hat 5 Megapixel. Das ist auch nicht wirklich dolle. Oh, mal schauen, was dabei für eine Bildqualität rauskommt. Eigentlich ist ja viele Megapixel nicht unbedingt immer besser. Aber so bei den Smartphones, gerade diese einfachen Preisklassen, ist das dann doch häufig schon, dass so eine 12, 13 Megapixel Kamera dann noch deutlich mehr rauskitzelt als die einfacheren Dinger. Ja, das denke ich waren so die wichtigsten technischen Daten. Hatte ich erwähnt, dass es beides Dual-SIM-Smartphones sind? Vielleicht nicht, dann haben wir das jetzt nachgeholt. Das ist sicherlich ein wichtiger Punkt und macht es natürlich besonders interessant für Technophil, weil ich sehr viele Dual-SIM-Geräte teste. Haben wir also das Portfolio direkt nochmal um zwei Geräte erweitert.
Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal rein und schauen in die Boxen rein und schauen mal, wie wir das mit dem Doppel-Unboxing da weiterführen können. Da haben wir sie nun beide vor uns liegen. Rechts das G610, links das größere G730. Und ich versuche das jetzt mal hier Magic mit wirklich einem Doppel-Unboxing absolut simultan hinzukriegen. Tada, da sind sie. Da haben wir nun beide Geräte, liegen direkt offen vor uns sozusagen. Hier offensichtlich die schwarze und ein wenig verschmierte Version, die sollte ich vielleicht nochmal sauber machen, des G730. Auch so eine schwarz- oder anthrazitgraue Version, hier übrigens noch mit Schutzfolien versehen, des G610. Interessanterweise, da ist hier äußerlich schon mal ein ziemlich deutlicher Unterschied zu sehen. Wie ihr, glaube ich, im Video unschwer erkennen könnt, ist das große Modell spiegelnd. Das hat so ein bisschen so eine Struktur hier in dieser Plastikoberfläche drin. Könnt ihr das sehen? Das sieht so ein bisschen wie so ein Stoff oder sowas, soll das aussehen. Kann man sogar teilweise erfüllen, aber ist ansonsten sehr, sehr glatt. Wohingegen das G610 eine Soft-Touch-Oberfläche hat und mich von dem Feeling her und auch so von der Grundform, von dieser relativ stark abgerundeten Form, ein klein wenig an das ja schon etwas länger her gewesene, getestete G600 erinnert, das damals dann kein Dual-SIM-Gerät war. Guck mal, bevor wir weitermachen mit dem Test, mal in beide Kisten rein. Ich glaube, das kriege ich jetzt nicht so ganz so simultan mehr hin. Machen wir erstmal das G610. Da haben wir hier in dem Kartönchen offensichtlich das USB-Ladegerät drinnen. Na, hier die technischen Daten. Das ist leider kein 1 Ampere, sondern nur 0,5 oder sogar. Ich lese hier jetzt 0,2, das kann aber nicht stimmen. Müsste 0,5 dann sein, denke ich mal. Das ist ein bisschen schade, da hat man unnötig lange Ladezeiten. Das typische, sehr schlichte Headset, was so bei einfachen Geräten dann oft dabei ist, ein USB-Kabel. Und das war's dann auch. Leeres Tütchen liegt hier noch bei. Da wäre normalerweise der Akku drin gewesen. Wenn man das Gerät neu kauft, ist der Akku sicherlich noch nicht eingelegt. Bei mir hier scheint das der Fall zu sein. Guck mal rein, was uns hier beim G730 so entgegenkommt. Was anders aufgemacht, die Verpackung. Erstmal haben wir hier noch eine Schutzfolie mit dabei. Das ist, denke ich, mal eine nette Geste. Gorilla-Glas haben sie, glaube ich, beide nicht. Dann haben wir hier so einen Umschlag. Da sind die Garantieunterlagen, die mich jetzt nicht so wahnsinnig interessieren dabei. USB-Kabel, der gleiche Ladestecker. Gucken wir gleich mal nach. Kann man es hier erkennen? Auch kein volles 1 Ampere für die Aufladung, und das scheint das gleiche Headset zu sein wie bei dem anderen. Würde mich auch sehr wundern, wenn es da großartige Unterschiede gäbe. Ja, damit hätten wir schon mal den Packungsinhalt kurz gezeigt. Ja, wenden wir uns den beiden Geräten selber zu, nachdem wir die Packungsinhalte gesehen haben. Ich mache die jetzt einfach mal beide auf, dann schauen wir mal rein. Normalerweise müsste man ja als allererstes hier den Akku einlegen. Das ist mir jetzt hier erspart geblieben. Trotzdem denke ich, ist der Blick rein in die Geräte immer mal wieder aufschlussreich. Hier im G610 steckt ein überraschend kleiner Akku drin, der 2150 mAh oder 8,2 Wattstunden haben soll. Das kommt mir wirklich extrem klein vor, das Teil. Ja, vielleicht ein bisschen dicker. Vielleicht macht es das dann aus. Ich gucke gerade, ob hier irgendwas Besonderes draufsteht. Nee, es gibt ja jetzt eine neue Akkutechnologie, die tatsächlich kompaktere oder halt entsprechend leistungsfähigere Akkus ermöglichen soll. Aber das wird hier wohl kaum in so einem Preiswertgerät drin sein. Dann haben wir hier zwei SIM-Karten-Slots. Und wie wir das beim G700 auch schon erlebt haben, ist nur einer davon UMTS-fähig. Das ist hier angedeutet SIM-1 WCDMA. Sprich dann UMTS-Möglichkeit und GSM. Der SIM-2 kann nur GSM, also nur das normale. Eine langsame Internetverbindung beziehungsweise halt zum Telefonieren natürlich dann völlig ausreichend. Hier witzigerweise kommt offensichtlich die erste SIM-Karte so quer rein. Und dann haben wir hier noch den Einschub für die Micro-SD-Karte. Machen wir das Ganze wieder zu. Das hier sieht irgendwie interessant aus, hat aber anscheinend keine Bedeutung. Keine NFC-Antennen oder sowas,
solche Ausstattung oder auch LTE darf man natürlich in dieser Preisklasse nicht unbedingt erwarten. Machen wir das gleiche Spielchen beim G700. Das Gehäusedesign ist hier ein bisschen anders gemacht. Hier nimmt man einen deutlich dünneren Deckel ab, der nicht so weit um den Rand rumreicht. Diese Randbereiche bleibt dann am Gehäuse dran. Auch hier, wie ich finde, ein überraschend kleiner Akku, der zudem auch noch falsch rum beschriftet ist. Wenn man jetzt lesen wollte hier, muss man das ganze Handy rumdrehen. 2300 mAh, das sind die erwähnten etwas mehr, noch nicht mal 10% mehr Akkukapazität. Könnte zusammen mit der etwas effizienteren und neueren CPU dann durchaus ausreichen, um zu ähnlichen Laufzeiten zu kommen, wie der kleine Bruder sozusagen. Auch hier ein überraschend kleines Akkuchen, sage ich jetzt mal so plakativ. Da habe ich schon den Eindruck, dass die Akkus, die ich sonst bei den anderen Geräten in letzter Zeit so in der Hand hatte, größer und auch schwerer waren. Da bin ich mal gespannt, was die so im Akkutest hergeben, ob das denn tatsächlich auch in der Kapazität entspricht, beziehungsweise einfach dementsprechend lange das Gerät durchhält. Auch hier wieder der Hinweis, dass nur der SIM-1-Slot UMTS-fähig ist. Auch hier die SIM-Karte quer und die andere längs rein. Da kommt dann die Micro-SD-Karte rein. Speicherkarte, interessanterweise bei beiden Handys hier so seitlich eingeführt, sodass man sie halt auch während des laufenden Betriebes wechseln kann. Das ist immer ganz nett, wenn man dafür nicht unbedingt den Akku rausnehmen und damit das Gerät dann komplett aus- und wieder einschalten muss. Allerdings das als Tipp dazu, denkt dran, bevor ihr die Speicherkarte hier im laufenden Betrieb rausnimmt, erst in der Speicherverwaltung, das ist in den Einstellungen zu finden, die Karte auswerfen lassen, sodass Android die nicht mehr benutzt und auch sichergestellt ist, dass jetzt nicht gerade irgendwelche Schreibvorgänge abgebrochen werden durch das plötzliche Herausnehmen. So, gucken wir uns beide Geräte nochmal kurz rundherum an. Ich versuche das jetzt mal wirklich hier simultanst zu machen. Auf der Oberseite haben wir bei beiden ausschließlich einen Anschluss, den 3,5 mm Klinkenstecker bzw. hier die Buchse dafür für Headset bzw. Kopfhörer. Und hier scheint mir das Gehäuse irgendwie nicht richtig zu sein. Das möchte ich doch noch schnell beheben. Muss man da vielleicht oben zuerst ansetzen. Sorry dafür, aber ich möchte hier nicht so ein aufklaffendes Gehäuse euch zeigen. Oh, das ist ein bisschen widerspenstig, das Ding hier. Haben wir jetzt eine Ecke will irgendwie immer draußen bleiben. Das ist ja wohl etwas. Na, mal gucken, ob wir das rausschneiden aus dem Video. Aber andererseits ist es ja auch mal interessant zu sehen, dass hier der Akkudeckel so ein bisschen schwieriger zu handhaben ist. Vielleicht sollte ich dann doch auch mal ins Handbuch reingucken, ob es da einen Tipp dazu gibt. Ich weiß, bei Vico hatten wir das schon mal, dass dann im Akkudeckel hinten extra Tipps eingedruckt waren, dass man zuerst unten und dann oben oder so irgend sowas in der Richtung das einlegen soll. Also bei mir bleibt im Moment immer die letzte Nase draußen. Jetzt ist hier eine draußen. Das ist unglaublich. Juhu. Ich wollte mal ein kurzes Unboxing machen. Das hat dieses tolle Gehäuse jetzt erfolgreich verhindert. Habe ich es jetzt geschafft? Yes! Yes, es ist geschafft. Okay, also, Oberseite hatten wir uns eben angeguckt. Dann würde ich sagen, schauen wir uns die rechte Seite an. Beide Geräte haben hier die beiden Bedienelemente, die beiden Knöpfe auf der rechten Seite allerdings in umgekehrter Anordnung. Offensichtlich beim G610 hier auf oben der Einschaltknopf, darunter die Lautstärkewippe. Fühlt sich so ein bisschen gummiert an, passend zu der Rückseite dann. Hier haben wir der unten den Einschaltknopf und oben die Lautstärkewippe sind relativ schwer zu ertasten oder nur so leicht, so ein bisschen rundlich angehoben. Also nicht scharfe Kanten. Hier sind das deutlich konturiertere Kanten. Finde ich eigentlich ganz angenehm, auch wenn das hier so ein bisschen schmeichelnd wirkt. Aber hier kann man blind relativ einfach, also ein bisschen einfacher die Tasten dann
ertasten, ja, erfühlen, erspüren mit dem Finger, ohne halt hinzukommen. Gucken. Ist natürlich, wenn man ein Gerät längere Zeit bedient und nicht so wie ich ständig mit verschiedenen Geräten rumhantiert, hat man sich sehr schnell daran gewöhnt und weiß einfach, wo die Tasten liegen. Dann haben wir auf der Unterseite die Micro-USB-Buchse fürs Aufladen und auch für den Anschluss an einen PC. Interessanterweise bei dem G730 auf der linken Seite das Mikrofon. Das ist für Leute, die mit der linken Hand meistens telefonieren, ein Tick ungünstig, weil dann halt, wenn ich es an den Kopf halte, dieses Mikrofon weiter nach unten weist und etwas weiter vielleicht weg ist vom Mund. Hier, wie meistens eigentlich üblich, rechts von der Micro-USB-Buchse dann das Mikrofon. Das ist, glaube ich, ein wenig günstiger. Das hier ist auch nicht richtig zu. So. Auf der linken Seite haben wir nichts. Was sollte da auch sonst noch sein? Wir haben eigentlich alle Anschlüsse und Tasten gesehen, die man so braucht. Und irgendwelche Schublädchen, Einschübe für Karten brauchen wir ja nicht. Wir können ja die Rückseite abnehmen, wie eben gesehen. Rückseite, dann ja, relativ schlicht das Huawei-Logo, die Kamera beim 730, den LED-Blitz daneben platziert und hier darunter. Sieht ein bisschen schicker aus, finde ich, das so alles in einer Linie zu haben, aber was soll's. Oben drüber nochmal das Mikrofon, was dann für die Kamera und eventuell auch zur Geräuschunterdrückung beim Telefonieren verwendet wird. Und links unten der kleine Lautsprechergrill für Klingeltöne, Musikwiedergabe, was auch immer man daraus plären möchte. Ja, ich würde mal sagen, ich versuche jetzt mal, ob beide Akkus genug Ladung haben, um die Geräte direkt mal einzuschalten. So, hier war da oben der Knopf und hier unten versuchen wir es mal tatsächlich gleichzeitig hinzubekommen. Ja, jetzt hatte ich den Knopf beim G730 ein bisschen später erwischt oder noch ein zweites Mal gedrückt. Also, dass der hier jetzt etwas später kommt, heißt nicht, dass das Ding langsamer bootet. Das würde ich mal sagen, der Zeitunterschied ist ungefähr die Zeit, die ich auch unterschiedlich schnell die Tasten gedrückt habe. So, jetzt sind wir bei beiden hier. Hier haben wir auch mit interessanterweise einen Unterschied schon mal. Hier sind offensichtlich weniger Sprachen vorgesehen oder zumindest anders angeordnet. Hier gibt es noch Esti. Keine Ahnung, was das genau ist. Dazwischen machen wir das mal wirklich synchron weiter. SIM-Karte haben wir nicht drin, klar. WLAN-Einrichtung will ich überspringen. Ups, das finde ich jetzt schon mal sehr interessant. Beim G730 haben wir hier eine andere farbliche Gestaltung. Ja, ich kann nicht viel ohne Online anfangen, ohne WLAN und ohne SIM-Karte. Das ist mir klar. Standortzugriff blättern wir einfach mal weiter. Zeit machen wir auch später, beziehungsweise holt das Gerät sich ja normalerweise dann später vom aus dem Netz raus. Jetzt hat er mir hier nochmal extra einen Hinweis gegeben zur Tastatur, den ich beim G730 nicht gesehen habe. Ich gehe mal einfach weiter. Beenden, Einrichtung abgeschlossen. Da sind wir nun. Auf beiden Geräten sehen wir die übliche Huawei Emotion UI-Oberfläche, die zum einen immer durch dieses große Kombi-Widget hier auffällt, wo verschiedene Unterwidgets sozusagen drin untergebracht sind. Wir sind jetzt hier verschieden angeordnet, aber ich denke mal, das zeigt letztendlich, was man da so für Möglichkeiten hat. Man hat halt so ein Feld von 3 Feldern in der Höhe und 4 Feldern in der Breite, was man dann ein bisschen flexibel nutzen und einteilen kann. Da gibt es dann halt diesen so Musikplayer-Widgets, Wetter und Uhrzeit und Kontaktschnellzugriffe. Hier sind direkt beispielhaft Kontakte mit Bildern schon vorgesehen, sodass man sehen kann, wie das dann aussieht, wenn man da auch gerade jetzt Kontakte seiner Liebsten mit Fotos hinpackt. Ganz nette Sache, wenn man dann halt da drauf drückt, werden die dementsprechend direkt angerufen. Hier ist natürlich das ein Pseudo-Kontakt nur, der nicht wirklich mit was verlinkt ist. Hier werden einfach Bilder angezeigt. Wenn ich drauf tippe, dann kann ich halt ein Album auswählen. Man kann nicht dadurch dann direkt auch in die Galerie reingehen. Wenn man also dann mal ein hübsches Bild sieht und sich das genauer angucken will oder jemanden zeigen will, dann muss man selber händisch quasi in die Galerie reingehen und das sich nochmal suchen. Ja, und dann ein Charakteristikum, eine Besonderheit
die nicht so auffällig ist wie jetzt dieses große Widget, was man immer sieht, was auch in den Werbenachrichten immer gut zu sehen ist, ist der Fakt, dass es halt keinen App-Drawer beim Emotion UI gibt. Also hier unten in der Mitte hat man ja normalerweise diese vier Pünktchen mit dem Kreis drum oder ähnliches, mit der man dann zu der Liste sämtlicher Apps in üblicherweise alphabetischer Reihenfolge gelangt. Das gibt es bei Huawei, bei Emotion UI nicht, sondern man hat halt alles auf den Homescreens verteilt. Man muss alles auf die Homescreens verteilen. Hier kommt nochmal der Hinweis, dass man, wenn man so halt diese Pinch-to-Zoom-Verkleinerungs-Geste macht, dass man an diese Homescreen-Verwaltung reinkommt. Hier kann man halt Homescreens, die leer sind, löschen. Man kann Homescreens zum Hauptbildschirm erklären, wie jetzt hier der mit dem Widget zum Beispiel. Dürfte hier ähnlich sein. Und man kann neue hinzufügen, was auch automatisch passiert, wenn die Homescreens voll sind und man eine neue App installiert, weil man muss, da man keinen App-Drawer hat, müssen wirklich alle Apps auf den Homescreen gelegt werden. Das geht gar nicht anders. Aus meiner Sicht ein großer Nachteil, habe ich aber schon sehr oft bei Huawei-Tests erläutert. Ich finde diese Aufteilung zwischen Homescreen, wo ich nur die wichtigsten Sachen nach meinem eigenen Gusto drauf anordne und dann der Liste aller Apps, die ich als Fallback sozusagen immer habe, wo ich auch die ganz selten genutzten Sachen noch wieder finden kann, die dann zum Beispiel alphabetisch sortiert dargestellt werden kann. Das finde ich sehr praktisch, das fehlt mir hier total, kann man aber nachrüsten, ist also nicht wirklich ein großes Problem. Entweder einen komplett neuen Launcher installieren, wie einen HoloRD oder Apex oder was es da alles gibt, Nova. Da gibt es einfach mal nach Launcher gucken im Play Store. Gibt es ganz viele Möglichkeiten, auch kostenlos kann man da schon viel bekommen. Es gibt aber auch eine kostenlose kleine App, die nur genau diesen App-Drawer nach einrichtet, den man dann als Icon einfach hier unten reinzieht und dann hat man eigentlich bei gleichem App-Drawer mit diesem Widget und allen Pipapo, was halt Huawei einem mitgibt, die Funktionalität nachgerüstet. Schauen wir uns kurz die Schnelleinstellungen ein. Und da sehe ich jetzt hier schon einen deutlichen Unterschied. Offensichtlich hat das G730 eine aktuellere Version von Emotion UI, vermute ich mal zumindest. Das ist nämlich genau die Darstellung, die ich vom S&P 7, was ich ja zuletzt noch getestet habe, kenne. Mit hier oben den allerwichtigsten Schnelleinstellungen kann man selber sich auch so arrangieren, welche man da sehen will. Angezeigt, wenn ich mehr wählen will, tippe ich auf diesen kleinen Pfeil hier runter und bekomme dann auch einige mehr angezeigt. Das kann man dann auch noch mal konfigurieren und was ich auch sehr nett finde, man kann hier die Helligkeit regulieren. Huch, das Gerät ist rutschig. Und auch die Automatik ein- und ausschalten und netterweise, wie bei Huawei üblich, das kenne ich schon seit dem P1, so vor 2 Jahren oder so, kann man trotz eingeschalteter Helligkeitsautomatik, die also nach dem Umgebungslicht, der Helligkeit des Umgebungslichts, die Helligkeit nachregelt, hier das auch nochmal manuell beeinflusst. Man kann dann also nach seinem eigenen Geschmack eine eher helle Einstellung oder eine etwas dunklere Einstellung nehmen, je nachdem, ob man es gerne strahlend leuchtend haben will oder vielleicht auch ein bisschen Energie spart und möglichst dunkel unterwegs ist. Beim G610 dagegen nicht diese gleiche Mechanik, sondern ich sehe jetzt hier im Moment gar keine Schnelleinstellungen und hier oben den Knopf, der so ein bisschen nach Einstellungen aussah. Das ist ein bisschen ungeschickt, dieses Symbol hier, der dann mich auf die Android 4.2 typische Schnelleinstellungsleiste, wie sie Google selber dann irgendwann eingeführt hat, führt, wo dann also eine eigene Seite für existiert, die man dann auch normalerweise mit einem Zweifingerwisch von oben direkt aufrufen kann. Genau, das tut es hier. Das gibt es hier dann sicherlich nicht. Da kommt man dann halt einfach in diese normale Sache rein. Interessanterweise kann ich hier nicht runterwischen, um das auszuklappen. Das war beim S&P 7 anders. Da konnte ich sogar irgendwo auf dem Bildschirm nochmal runterziehen und das kam dann so runter. Das fand ich noch ein bisschen zugänglicher sozusagen. Okay, und ja, und interessanterweise haben wir dann halt hier das gleiche Symbol, was hier verwendet wird, um zu den Schnelleinstellungen zu kommen, ist dann für die Einstellungen. Auf diesem Weg kommen wir dann in die Einstellungen rein. Auch hier wieder ein Unterschied. Hier eher auch Standard Android-Gehabe sozusagen.
Wir haben einfach eine Einstellungsliste, die da so ein bisschen strukturiert ist. Dagegen hier das Emotion UI-typische, die Unterscheidung zu allgemein und alle. In allgemein sind nur so die wichtigsten Einstellungen oder zumindest aus Huawei-Sicht wichtigsten Einstellungen zusammengefasst. Da braucht man dann nichts scrollen. Das mag sehr hilfreich sein für Leute, die halt ja, sich nicht durch die vielen Sachen verwirren lassen wollen, beziehungsweise ist, wenn man da die Sachen findet, die man braucht, vielleicht auch wirklich übersichtlicher. Dagegen in unter alle dann halt die ausführliche Liste, wo man dann wirklich alle Punkte findet. Und auch da sehe ich wieder, ups, sorry, also ein paar Unterschiede. Das Ganze sieht mir hier rechts sehr nach Standard Android beziehungsweise der Version, Android-Version, wie man sie auch auf den Vico-Geräten oder so findet, wie sie halt bei den MediaTek-CPUs üblich ist. Vor, da haben wir hier zum Beispiel das geplante Ein- und Ausschalten und ansonsten keine großartigen Überraschungen bei dem, bei den Einstellungen. Ganz oben natürlich die SIM-Verwaltung, die aber erst dann aktiviert wird, wenn man mindestens eine SIM eingelegt hat. So richtig Spaß macht es natürlich erst, wenn man zwei SIMs einlegt, dann kann man da halt einstellen, mit welcher SIM man defaultmäßig anrufen will und ins Internet will und ähnliche Sachen. Gucken wir mal bei beiden kurz in die Speicherinfos rein. Denn das ist natürlich interessant zu wissen, wie viel haben wir von den 4 GB zur Verfügung. Auch hier wieder ein Unterschied. Beim G610 haben wir die 4 GB Speicher, die drin sind, an einem Stück hier angegeben, komplett. Und davon sind knapp 2 GB verfügbar. Und offensichtlich werden in diese eine Partition, die es dann gibt, auch die Apps und die Bilder reingepackt. Und fehlt hier irgendwie eigentlich der Systemspeicher. Das wird dann anscheinend hier unten unter Verschiedenes abgebucht. Denn so ein Android-System und auch die Recovery-Partition und ähnliche Sachen müssen natürlich auch irgendwo abgelegt sein. Die sieht man normalerweise nicht als Nutzer. Hier sind sie halt unter Verschiedenes versteckt. Das ist beim G730 offensichtlich anders gemacht. Da wird als Gesamtspeicher nur 2,13 GB angezeigt. Das sind auch ziemlich genau diese 1,88, beziehungsweise hier sind es anscheinend 1,87 GB. Die da fehlen, die auf der, die für die Systempartition draufgehen, die hier dann irgendwie gar nicht angezeigt wird. Auch hier knapp 2 GB verfügbar, ein Hauch weniger als beim G610. Und ja, auch hier aber immerhin eine große Partition, oder was heißt groß, aber eine Partition für Apps und Bilder und andere Daten. Das ist positiv hervorzuheben, denn bei vielen Smartphones ist es leider üblich, dass es zwei separate Partitionen gibt, einmal für die Apps und einmal für die Daten, die dann halt eine feste Aufteilung haben, die man ohne größeren Aufwand auch nicht verändern kann. Also muss man schon für Routen und sehr tief ins System eingreifen. Das ist auch durchaus ein bisschen riskant, wenn man Partitionsgrößen ändern will. Dementsprechend ist das dann ziemlich ärgerlich, wenn man meinetwegen viele Apps installieren will und wenig Daten eigentlich nur mitnimmt, beziehungsweise die dann auf der Speicherkarte hat. Wenn da eine feste Aufteilung ist, kann man dann den Speicher nicht so flexibel nutzen. Das ist hier bei beiden Geräten offensichtlich geschickter gemacht. Macht bei so einem kleinen Speicher wie 4 GB auch wirklich viel Sinn, dass man dann wenigstens das bisschen Speicher, was man hat, sinnvoll nutzt. Ganz unten sehen wir noch den Menüpunkt für die SD-Karte, jetzt hier SD bereitstellen, also den würde man auswählen, wenn man im laufenden Betrieb die SD-Karte einsetzt und die nicht automatisch erkannt wurde, dann kann man da mal drauf klicken und darauf hoffen, dass er sie dann erkennt. Ich sehe bei beiden keinen Punkt für USB-Speicher, werde ich später auch nochmal explizit ausprobieren, aber offensichtlich unterstützen beide Geräte kein USB on the go, also keine Möglichkeit über so einen kleinen Adapter hier an den Micro-USB-Anschluss einen Memory-Stick oder auch eine Maustastatur und ähnliche Sachen anzuschließen. Ja, soweit von der Speicherauslastung. Gucken wir noch mal kurz in die Telefoninformationen rein. Ein Punkt, den ich noch nicht erwähnt hatte, ist, dass beide Geräte leider nicht sehr aktuell sind, was die was Android angeht. Android 4.2 ist auf beiden installiert, genauer gesagt 4.2.2 hier und beim 610er sogar nur 4.2.1. Hier haben wir Emotion UI Version 1.6
Das war, glaube ich, auch beim G700 so, wenn ich mich recht erinnere. Und hier die Emotion UI-Version 2.0, ich denke, das erklärt dann auch die Unterschiede in der Oberfläche, die ja doch jetzt doch überraschend viele waren. Vielleicht hätte es ja doch dann doch für zwei separate Unboxings gereicht. Okay, aber ansonsten denke ich mal, sehen wir hier jetzt keine extrem interessanten Sachen noch freigegeben Ende letzten Jahres und hier Anfang diesen Jahres. Also beides nicht mehr so super taufrische Geräte. Die gibt es, glaube ich, seit dem Frühjahr, seit Februar, März oder sowas in Deutschland zu kaufen. Aber immerhin interessant, weil sie halt preislich auch durchaus spannend sind. Wie schon in der Einleitung erwähnt, das G610 so ab 160 € ungefähr zu bekommen, das G730 für 175 € geht es dann in etwa los. Das liegt durchaus in einem ähnlichen Niveau wie das Vico Slide. Das ist noch ein kleines Stückchen günstiger, das halt ein direkter Konkurrent zu dem G730 ist, auch 5,5 Zoller mit praktisch identischen technischen Daten. Da werden wir sicherlich im Testbericht ein bisschen drauf eingehen. Das G610 ist dann eher so ein bisschen vergleichbar mit einem Vico Rainbow zum Beispiel, was auch recht preiswert ist und auch 5 Zoll ist, aber dann ja, die bessere Bildschirmauflösung hat. Ah, dann werde ich nochmal gucken, was da am besten als Gegenstück dazu passen könnte. Ja, gibt also noch durchaus auch interessante Konkurrenz zu vergleichbaren Preisen mit ähnlichen Daten. Und ich bin mal gespannt, wie sich jetzt die Geräte hier so in der Praxis bewähren, wie stark die Emotion UI-Oberfläche dann doch die Erfahrung ändert und vor allen Dingen den direkten Vergleich hier mit dem 730er mit dem Vico Slide, das wird sicherlich auch durchaus spannend. Das Vico Slide übrigens schon mit Android 4.4 KitKat ausgestattet, hier leider beide Geräte noch mit dem schon recht alten 4.2. Ja, hier sehen wir auch nochmal die Bildschirmauflösung erwähnt. 540 mal 960 hatte ich ja auch anfangs gesagt. Keine Überraschung mehr. Ziemlich wenig, vor allen Dingen für dieses ganz große Display hier. Aber ich denke, man kann damit leben. Natürlich sieht ein höher auflösendes Display schöner aus, aber für den günstigen Preis ist das durchaus ein Kompromiss, den man eingehen kann. Hier dank Emotion UI 2 noch einiges mehr an Einstellungsmöglichkeiten. Hier haben wir einen Energiesparmodus. Den Startbildschirmstil können wir verändern. Den Bitte-Stören-Modus gibt es. Es gibt diverse Sicherheitsgeschichten hier, wie den Berechtigungsmanager, geschützte Apps, den Startmanager, der halt verhindert, dass Apps automatisch starten. Dann kann man das dann abschalten. Benachrichtigungsmanager, mit dem man verwalten kann, welche Apps mir Benachrichtigungen geben dürfen und welche nicht. Eigentlich auch eine Standardfunktionalität bei Android generell, hier aber nochmal in eine eigene Liste zusammengefasst. Dann haben wir hier nochmal Konfigurationsmöglichkeiten für den Benachrichtigungsbereich, für diese ganzen Kurz- oder Schnelleinstellungen. Ein paar Änderungen für eine Einhandbedienung bei so einem großen Gerät sicherlich sinnvoll. Handschuhmodus, das klingt interessant. Bewegungssteuerung, das dürfen so diese Gesten sein. Ja, nee, das sind nur ein paar ganz wenige. Ist jetzt nicht wie bei Vico, die man so oft öfters hat, sondern nur Spiegeln. Drehen für lautlos, also mit dem Display nach unten auf den Tisch legen, wenn es klingelt, dann wird es stumm. Und schütteln, um zum erneuten Anordnen schütteln. Das werde ich mal ausprobieren, ob man damit vielleicht die Symbole am Anfang auf neu anordnet oder ob es, ansonsten kenne ich das eigentlich eher so vom Musikplayer her, dass man durch Schütteln dann einen Random-Modus startet und ein neues Lied vorgespielt bekommt. Ja, soweit zu diesem Doppel-Unboxing. Ich hoffe, ich habe nichts Wesentliches vergessen. Ist ja wahrscheinlich wieder mal länger geworden, als ich eigentlich wollte. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ihr haltet die Geräte auch für interessant. Lasst mich doch bitte wissen, was ihr konkret zu den Geräten wissen wollt oder wo ihr den Schwerpunkt bei dem Test setzen würdet. Ich werde mir auf jeden Fall natürlich die verschiedenen Funkqualitäten angucken, also das UMTS-Netz, WLAN, GPS, Bluetooth, all das ausprobieren, wie gut das funktioniert. Dann GPS auf jeden Fall in der Praxis testen und damit rumnavigieren. Das ist immer wichtig, weil die Tools sagen einem manchmal tolle Genauigkeiten voraus, die man dann echt aber nicht hat.
werde natürlich mit den Geräten ein bisschen rumspielen, die Performance per Benchmark und auch gefühlt mir anschauen und dann in einigen Wochen, das wird noch ein bisschen was dauern, meinen finalen Testbericht dazu abgeben. Einige Wochen muss ich gerade mal überlegen, das wird irgendwo schon fast Richtung Ende August werden. Ich habe im Moment eine ganze Reihe Geräte hier zum Test liegen. Vico Slide habe ich schon erwähnt. Vico Getaway kommt noch davor. Hier dieser etwas schickere 5-Zöller von Vico. Dann bin ich im Moment noch mit dem Nokia 925 beschäftigt. Das erste Windows Phone, das ich teste. Das wird sehr spannend sein auch. Und ein paar andere Sachen kommen demnächst auch noch rein, wie zum Beispiel eine neue Marke namens Mobi Watch und ein chinesisches Gerät, Ice Fox, was mich dieser Tage direkt aus China erreichen sollte. Also eine ganze Menge Kram, ganze Menge Tests, die in nächster Zeit kommen. Ja, ich bin gespannt, wie die Geräte hier sich in dem Alltag schlagen. Falls euch das Video gefallen hat, gebt mir doch bitte einen Thumbs up. Um jetzt keine Videos zu verpassen, könnt ihr mir gerne auf Google Plus, Twitter oder auch per Abo auf YouTube folgen. Es gibt auf der Seite technophil.de, die immer verlinkt ist unterhalb des Videos, natürlich auch ein RSS-Feed, mit dem ihr alle Artikel dann direkt in eurem dem RSS-Reader eurer Wahl sehen könnt. Ich würde mich freuen, nochmal von euch zu hören, beziehungsweise wenn ihr mir treu bleibt. Bis dahin, euer Klaus von technophil.de.